Ich habe gesagt, der Timer läuft noch. es tut mir leid. Ja, ich habe mir gedacht, diese Woche plaudere ich mal wieder ein bisschen mit euch und sage also mal Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsplauderei. Diese Woche wollte ich euch ein paar Updates zu bei mir geben, was bei mir jetzt so ansteht, was bei uns so los ist, wo ich gerade mir Gedanken drüber mache und so eben. Also, die erste Sache, über die ich mir Gedanken mache, ist, ich habe gestern Nacht irgendwo gelesen, dass es in Deutschland irgendwo Blutregen gab. Und das klingt ja wohl voll biblisch katastrophal. Und dann wusste ich irgendwie nicht so richtig, was ich da denken soll und wie ich mir das vorstellen soll. Also habe ich mir das irgendwie dann so vorgestellt, so, ja, ganz schräg. Aber irgendwie hat es dann, glaube ich, was mit Rost zu tun oder irgend sowas. Ich habe den Artikel aber gar nicht fertig gelesen. Gebe ich jetzt an dieser Stelle auch zu. Ich habe also keine Ahnung, woher das kommt. Ja. Dann die nächste Sache, die so bei mir ansteht, ist, ich plane auf jeden Fall diesen Sommer irgendwann mal Eis zu machen mit unserer Eismaschine. Und das werde ich dann auch in einem Blog aufnehmen und mal schauen. Also, ich bin echt gespannt, wie das so funktioniert, weil ich mir gedacht habe, ja, dann kann ich euch ja mal zeigen, wie laut die ist oder irgendwie oder wie die eben funktioniert. Und ja, meine Großmutter hat mir angeboten, ich könnte ja schon diese Woche Eis machen, aber meine Mom sagt, es sei in 6 Grad, es sei ja wohl ein bisschen zu kalt, um Eis zu machen. Da gebe ich ihr recht. Ist auf jeden Fall viel zu kalt und das hilft ja nichts, wenn du Eis hast, aber keine Eis. Also kein Eisfach, weil wir haben kein Eisfach. Wir müssen es also direkt wegmampfen. So. Ach, und das bei den Temperaturen ist nicht unbedingt so. Na, nee, darauf habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust, wenn ich so drüber nachdenke. Die nächste Sache ist, ich bin extrem müde, ausgelaugt und fertig. Aber das liegt nicht mal am Wetter oder irgend sowas. Es liegt an meinem Körper irgendwie. Habe ich gerade ein Ungleichgewicht bei mir und ja, deswegen bin ich irgendwie total ausgelaugt und müde und heute Morgen, ich sag's euch, ich wollte wirklich aufstehen und dann habe ich 8 Anläufe gebraucht, bis ich dann mal halbwegs aufgestanden bin und ja, das war dann doch etwas heftig für mich, fand ich zumindest. Ja. Die Woche über Bett habe ich schon gesehen, also ich war schon bei Babette, war richtig schön und ja, es gab lecker Essen. Es war wirklich lecker. Und ja, dann, ja, mein großer Bruder hat bald eine OP und da bin ich total so, oh Gott, hoffentlich geht's gut und mache mir natürlich auch Gedanken. Und ja, er kommt, glaube ich, am Sonntag ins Krankenhaus und wird dann am Montag operiert. Also an alle da draußen Daumen drücken. Und ja, sonst ist bei mir nur noch das los. Also jetzt kann ich auch noch was von meiner Elektronik etwas erzählen. Also ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Laptop. Falls jemand eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ein Laptop, der supi von der Leistung ist, aber auch erschwinglich. Das wäre schön. Also Tipps nehme ich gerne an. Und dann die letzte Sache, die noch bei mir so gerade aktuell ist, meine externe Festplatte ist gerade irgendwie, die funktioniert nicht mehr so ganz. Und ja, jetzt habe ich die zum Reparieren weggetan und weggeschickt. Und dann habe ich die gestern, ist die auf jeden Fall, hab, ist, im La hat meine Mom die in den Laden gebracht. Und dann habe ich auch gehofft, dass die sich noch am selben Tag melden. Aber haben sie dann nicht. Dann heute hat meine Mama bei denen angerufen und die haben dann gesagt, dass die total viel zu arbeiten haben und ja, dass das dauern kann, wo ich mir dann zum Teil auch gedacht habe, dann sollten sie das besser sagen, dass man dann einfach später kommt oder irgend sowas. Aber okay. Was mich auch so etwas genervt hat, war auf der Internetseite war da diese Anzeige 45 Minuten Service. Ja,
Und ich ähmte heute extrem viel, tut mir leid. Ja, und den gibt es dann aber wohl nicht. Und das finde ich dann schon etwas komisch, wenn da steht 45 Minuten alles fertig. Und dann ist ein Express-Service 45 Min in 45 Minuten und dann am Ende das nicht gibt. Ich habe schon wieder geerntet, Mann, ich merke es gerade gar nicht mal. Naja, das fand ich dann etwas doof. Und jetzt warte ich eben, dass meine Festplatte, dass die mir endlich anrufen und sagen, ob die Daten von der Festplatte rettbar sind oder nicht. Ob die noch die Festplatte an sich noch okay ist und oder ob es ein Soft- oder Hardware-Problem ist, eben solche Sachen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass meine Festplatte wieder bald funktioniert. Gut. Das war's für heute. Ich hau mich wieder ins Bett. Tut mir leid, ich bin total groggy. Ja, Mittwoch. Aber was für alle, die denen dieses Video nicht gereicht hat, kann ich nur mein Mittwochsvideo empfehlen. Das ist sehr viel informativer. Und ich denke, wir sehen uns dann einfach nächsten Mittwoch wieder. Dann auch wieder etwas fitter als jetzt gerade. Bis dann und nicht vergessen, falls ihr Fragen habt oder irgendwas oder mir irgendeinen Tipp habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch über Twitter schreiben oder Facebook oder auch eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Und wir sehen uns dann. Tschüss!